Danke sehr, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie ich die Überschrift und den Antrag gelesen habe, den Schwarz-Grün uns heute vorgelesen, vorgetragen und hier eingebracht hat, habe ich gedacht, meine erste Frage an Sie ist, haben Sie überhaupt die Überschriften in Zeitungen in den letzten Tagen mal so gelesen? Ich habe mal so ein paar rausgesucht, ganz wenige. Kampf gegen drohende Überlastung. Südhessische Kliniken verlegen wechselseitig Corona-Patienten, um freie Notfallkapazitäten zu erhalten. Kliniken in Frankfurt melden bereits, 90% der Intensivbetten sind belegt. Corona-Krise. So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen. In Hessen sind 80% der Betten belegt. Düstere Prognose wegen Corona. Vielleicht noch eine Woche. Große Sorgen um Krankenhauskapazitäten in Hessen. Und dann noch ein Beispiel, zugegebenermaßen aus dem Spiegel, überregional, allerdings der am Beispiel eines hier im Landtag sehr bekannten Hauses schreibt, Krise mit Ansage. Nach der ersten Corona-Welle bauten die Krankenhäuser die Zahl der Intensivbetten aus. Nur fehlt es an Personal, um die Hightech-Medizin auch einsetzen zu können. Einige Stationen können bereits niemanden mehr aufnehmen. Und gleichzeitig legen Sie uns diesen Antrag vor, Hessens stationäre Versorgung ist auch in einer ernsten medizinischen Situation gut aufgestellt. Schreibt die Presse Fake News, oder wie soll ich das verstehen? Ich verstehe allerdings gut, dass Sie in die Defensive gekommen sind. Schließlich haben wir ja in der letzten Landtagsdebatte hier unseren Antrag für einen hessischen Gesundheitsplan vorgelegt. Und die SPD hat ja noch einmal deutlich gesagt, dass die Investitionen erhöht werden müssen. Und um aus dieser Defensive herauszukommen, wollten Sie heute zu einem propagandistischen Befreiungsschlag ausholen. Das ist Ihnen aber so etwas von misslungen, muss ich Ihnen sagen. Aber zu Ihren Kernaussagen aus Ihrem Antrag zur Situation der stationären Versorgung. Das sind vier Punkte. Modell der koordinierenden Krankenhäuser funktioniert, Intensivkapazitäten ausgebaut, Stufenplan und Hessens Investitionen. Davon ist, um es auf einen Punkt zu bringen, nichts korrekt. Es ist viel Selbstbeweihräucherung, sehr wenig Empathie. Kollegin Sommer hat es ja auch schon gesagt, wenig Empfinden darüber, wie solche Anträge auch bei den Leuten im Gesundheitswesen ankommen. Und da sind das die Beschäftigten, das sind die Klinikleitungen, die haben Schaum vor dem Mund, wenn sie das lesen. Aber gehen wir es eins für eins durch, ein Stück eins nach dem anderen. Das Modell der funktionierenden Kliniken, der koordinierenden Kliniken funktioniert. Die Frage ist nur, für wen? Die Krankenhäuser stehen im Wettbewerb. Das ist nicht unsere Idee, absolut nicht unsere Idee. Aber es ist Ihre Politik der Ökonomisierung und der Fallpauschalen und der Privatisierung insbesondere. Jetzt haben Sie einfach einmal 6 große Kliniken herausgesucht. Die haben jetzt Zugriffsrechte und Ressourcen auf die anderen Kliniken. Damit benachteiligen Sie aber die kleinen und kommunalen Kliniken. Die Freihaltekosten für die Intensivkapazitäten, die früher übernommen worden sind, werden immer noch nicht übernommen, weder vom Bund noch vom Land. Ergebnis, das ist der Bericht einer Klinikleitung, ein wirtschaftlicher Betrieb im Intensivbereich fordert eine Belegung von 20 Covid-Patienten zu 80 Non-Covid-Patienten. Und das ist aber nicht das wäre die wirtschaftliche Rechnung. Das ist aber nicht die Rechnung, mit der wir jetzt gerade arbeiten können, weil die Situation uns ganz anderes erfordert. Wer elektive Eingriffe jetzt von sich aus begrenzt, welche Klinik das macht, der treibt die eigenen Klinik in die roten Zahlen. Wollen Sie denn das wirklich? So werden die knappen Ressourcen im Intensivbereich nicht geschützt. Auch die Kliniken werden nicht unterstützt, im Interesse der Patientinnen und Patienten und betriebswirtschaftlich auch verantwortungsvoll zu handeln. Und dann hinterher müssen Sie sich von Herrn Bocklet beispielsweise sagen lassen, dass Sie nicht mit Ihrem Geld umgehen konnten. Aber sorry, ohne Freihaltepauschalen wäre es im Frühjahr auch nicht möglich gewesen, genügend
Intensivkapazitäten vorzuhalten. Sie werden nicht darum herumkommen. Es ist nicht notwendig, alle elektiven Eingriffe zu verbieten. Sie müssten einfach nur Pauschalen für freigehaltene Betten zahlen. Und das wäre Ihre Aufgabe. Das müssten Sie jetzt tun. Punkt 2. Der Ausbau der Intensivkapazitäten war erfolgreich, schreiben Sie. Ja, viele Betten und Beatmungsgeräte nützen mal gerade gar nichts, wenn es kein ausgebildetes Personal dazu gibt. Das ist ein schmaler Satz in Ihrem Antrag. Ansonsten spielt das Personal keine Rolle bei Ihnen. So, ich möchte gerne mal wissen, was haben Sie denn als Landesregierung getan, um seit März die Pflegekräfte zu qualifizieren, damit sie im Intensivbereich tatsächlich auch eingesetzt werden können? Warum ist das Einzige, was Minister Klose zu dieser Personalsituation einfällt, die Aufhebung der Personaluntergrenzen? In der Intensivmedizin sind diese Personaluntergrenzen schon viel zu hoch. Die Pflegekräfte sollen es mal wieder ausbaden, sollen massiven Stress, schlechte Arbeitsbedingungen und längere Schichten ertragen, weil es seit Jahren, seit Jahrzehnten keine sinnvollen, richtigen Konzepte zur Personalsicherung gibt. Und es ist einfach nicht möglich, mehrere beatmete Patientinnen und Patienten gleichzeitig zu versorgen. Reden Sie doch einmal mit Intensivpflegekräften. Die brauchen eine 1:1-Pflege. Gerade die Entwöhnung von der Beatmungspflege ist eine super zeitintensive Angelegenheit. Und deshalb brauchen wir auch endlich die Personalmindeststandards. Verdi hat ja zusammen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat, also den Arbeitgebern, mit der PPR 2.0, also der Personalmindestregelung, ein Instrument zur Personalbemessung für die Pflege auf Grundlage der alten Pflegepersonalregelung entwickelt. Und damit wurde auch das gibt es seit Anfang 2020, meine ich, diese Regelung. Sie ist leider immer noch nicht in Kraft gesetzt. Allerdings ist, ist diese Vereinbarung aufgrund dieser konzertierten Aktion Pflege eben genauso umgesetzt worden. Und es geht darum, wirklich eben den Personalbedarf aufgrund der Patientengruppen und der Leistungsfelder entsprechend einzuschätzen und auch in die digitale Datenverarbeitung des Krankenhauses einzubinden. Das ist eine bürokratiearme Regelung. Sie orientiert sich an den anerkannten Standards einer qualitativ hochwertigen Patientinnenversorgung und gewährt eine große Sicherheit. Das wäre eine sinnvolle Lösung, das jetzt für alle bettenführenden Stationen einzusetzen. Es wäre ein Ordnungsrahmen für eine richtig bedarfsgerechte Personalausstattung. Und es ist natürlich wesentlich mehr als das, was wir gerade als Personaluntergrenzen haben. Und da erwarte ich doch einmal den Einsatz der Hessischen Landesregierung und den hessischen Sozialministern. Tun Sie endlich einmal was, mit diesem Einsatz dieser Regelung auch wieder Personal zu halten und es für die Pflege zurückzugewinnen. Das wäre allerdings nur der erste Schritt. Danach muss man natürlich ein wissenschaftlich fundiertes Instrument der Personalbemessung einrichten. Zu dem Eskalationskonzept. Ich höre aus den Kliniken anderes. Es funktioniert nicht, keine Vorlaufzeiten, die Übergänge funktionieren nicht. Die Arbeitsplanung für Beschäftigte ist so nicht möglich. Die Beteiligungsrechte für Betriebsräte werden ausgehebelt. Und noch einmal ein Wort zu den Betriebs- und Personalräten. Die Belegschaft eines der Landesregierung guten bekannten Krankenhauses, man munkelt sogar, dass sie Träger des Klinikums ist, hat sich an die Eintracht gewandt und gefragt, ob sie ihnen auch ein paar Testkapazitäten sponsern, da zu diesem Zeitpunkt die Testung des Pflegepersonals symptomlos nicht möglich wäre. Die Folge dieses Schreibens war eine Abmahnung des Personalratsvorsitzenden. So geht man in Hessen mit den Nöten und von Pflegekräften und den Sorgen und Nöten von Pflegekräften um. Und ich frage mich wirklich, ob die Landesregierung sich da mal engagiert und hier auch dem Einhalt gebietet. Frau Dr. Sommer hat ja schon einiges zu den Investitionsverpflichtungen gesagt. Sie kommen den Verpflichtungen immer noch nicht nach. Es fehlen immer noch 200 Millionen € jährlich.
Und der Anteil des Landes ist ja sehr gering. Sie holen einfach das Geld der Kommunen. Und was mich echt ärgert, wissen Sie, die Kommunen sind nicht in der Lage, ihre kommunalen Krankenhäuser zu finanzieren, müssen aber Geld in diese Krankenhaus- und Heimatumlage geben. Und damit werden wieder private Krankenhäuser in Hessen finanziert. Das ärgert mich wirklich unerwartet. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Also kein Mensch erwartet, dass in einer Ausnahmesituation das alles funktioniert. Aber so ein bisschen Fehlerkultur, das würde ich von Ihnen doch wirklich mal erwarten. Aber Sie, das ist das, was so uns und andere auch wirklich in Rage bringt. Aber Jubel, Trubel, Heiterkeit hier zu verkünden, dafür gibt es wirklich überhaupt gar keinen Grund. Ich bedanke mich.